Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Ihr seid beschränkt. Okay, also ich bin hier auf einem Planeten der Batarianer und probiere hier eine Underground-Agentin und spezielle Freundin von dem guten alten Hackett hier rauszuholen. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Ja, ihr seid beschränkt. So. Habe Autorisierungscode eingegeben. Etwas anders als gedacht, aber was soll's. So viel zum Thema Brückensteuerung. Ist hier alles im Arsch bei den Arschköpfen? Wir wurden entdeckt. Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Canson rasch finden. Tja. Schwierige Sache das hier, aber wir haben hier die Brücke rübergefahren. Da ist ein toter Varen. Noch ein toter Varen. Lauter tote Schnuffiwuffs. Ja. Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Es ist wirklich schon ziemlich runtergekommen aus, das Ding. Warum habe ich eigentlich die Laserdinger hier ausgemacht? Hände weg! Hände weg klingt gut. Hände hoch wäre auch nicht so verkehrt. Was ist das? Eine Sollbruchstelle. Und wir können das Gas umleiten. Nachthund. Elender. Wir wollten mit einem Asteroiden das Marsportal ran. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Einem Asteroiden ein Massenportal rammen. Okay, hier geht's wieder raus. Das heißt, da gehe ich jetzt noch nicht lang, weil da war noch ein Rädchen, an dem wir noch nicht gedreht haben. Aber scheinbar nicht so wahnsinnig viel ändert. P
Persönliches Log. Eigentlich will man das im Asteroidengürtel von Menschen. Wie ungeziefer. Ist man denn nirgends sicher vor denen? Wir sollten sie alle auslöschen. Das könnte nützlich sein. So, okay, und hier geht's nicht raus, aber ich habe hier noch einiges erfahren. Erstens, dass die Batterianer am liebsten alle Menschen auslöschen würden und zweitens irgendwas für schwere Waffen. Upgrade. Hier haben wir sonst nichts weiter. Raus in den Regen. Sie ist immer noch unter dem Gefängnis. Ich würde sie einfach umlegen. Einen Menschen zum Verhör, das zeigt mir schön. Schön, schön. Adrianen auf der Schnauze hauen. Hola, Bruder. Und die haben 4000 Tacken in den Müll. Wenn wir schon mal hier sind. Auch nochmal Credits. Dann schauen wir doch noch runter. Loschenkisten im Weg. Oder auch nicht. Wo geht's denn dann weiter? Muss. Das ist auch neu. Das wird ja niemals funktionieren. Portale kann man nicht beschädigen. Zerstören schon gar nicht. Diese Menschen werden alles tun, um uns zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen ein Exempel für alle anderen statuieren. Terroristen darf man nicht mit Nachsicht behandeln. Uns gesehen. Nebeldeckung! Aua, aua, aua! Du
Tja, genau. Warte ein bisschen, gell? Persönliches Log. Ich habe 47 Tage am Stück gearbeitet. Und jetzt haben wir auch noch Menschen unten im Gefängnis. Wie kann ich mal eine Pause machen? Diese Kolonie hat 300.000 Einwohner. Da müsste es doch jemanden geben, der mal eine Nacht für mich einspringt. 300.000. Ein Batterianer. Und er flennt rum. Aber ich würde mal sagen, du hast jetzt Pause. Komme ich nicht runter? Ich habe gehört, in dem Asteroidengürtel wurde ein Artefakt gefunden. Glaubst du, die Menschen haben es? In dem Fall wären sie bereits in Schwärmen gekommen und hätten überall Fähnchen aufgestellt. Aha. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Okay. Wieder hoch, wieder zurück. Wieder hier hinter. Das hat mir jetzt genau was gebracht. Vermutlich gar nichts. Okay, es hat mir Zugang zu... Damit lässt sich was anfangen. ...dem da gebracht. Das Ding fungiert wohl als Treppe. Dann laufe ich hier die ganze Zeit mitgezogen, aber warum, das bringt doch nichts. Umlegen, genau. Umlegen klang auf jeden Fall sehr vielversprechend. Die Menschen sagen uns immer noch nicht, wo ihre Basis liegt. Wenn wir jeden Asteroiden da draußen scannen müssen, finden wir sie nie. Ich frage mich, ob diese Menschen wirklich was gefunden haben. Keine Folter ist so schlimm, wenn wir diese Information dafür bekommen. Ich frage sie noch
Zeit. Die Reaper kommen. Die Reaper kommen hierher. Zu diesem Portal. Mit jeder Sekunde, die sie mich festhalten, kommen sie näher. Soll ich sie also einfach das Portal zerstören lassen? Ja. Und damit das System? Ja. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Batarianer. Aber mich zu foltern, rettet Sie nicht. Nicht, aber es amüsiert mich. Findest es also amüsant, Menschen zu foltern? Und sie ist auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass die Reaper hierher kommen. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Canson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Ja, hat er. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Dann sollten wir eine suchen. Los! Au! Bernd! Die Anführer, wenn es entkommt! Bringt euch die Hacke raus und halten sie auf! Okay, hier ist keine Konsole. Aber da war noch ein Spind. Dann werden wir wohl in diese Richtung gehen müssen. Das ist ein Zellenblock. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Sind erledigt. Ja. Aufhalten! Das war kein Kopfschuss. Das auch nicht. Aber das. So. Ja, eine Sicherheitskonsole. So, und da sollen wir jetzt die gute Frau Doktor ranlassen, oder wie, oder was? Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Einsatzteam zum Zellenblock. Sofort! Ja, okay, und von wo? Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Sie kommen von unten rauf.
Andere Seite. Los! Ja, ist er gut, ist er gut. Der Regler alle Türen zum Hangar. Ich brauche noch mehr Zeit. Runter. Achten Sie auf die andere Seite. Welches ist die andere Seite? Wo? Ich brauche Deckung. Ja, ich auch. Soweit. Nervig schwer. Das war's. Los geht's. Sollten wir erstmal ein bisschen Munition holen. So. Die schweißen da hinten an der Tür rum. So. Und du bist der Meinung, wir sollten hier raus. Okay. Die Hangartüren sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Haltet die Gefangene auch in Deckung! Achtung! Setze
Ja, das... Achtung! Ich brauche Deckung! Wir sind ausgefallen! Heiliges Kanonenrohr. Seid ihr jetzt friedlich? Das war immer kurz vor, ich bin fast tot. Sehr unschöner Zustand. Wir müssen die Schlösser der Docktüren aufbrechen. Haben wir doch schon. Na gut, haben wir noch nicht. Stehen oder was? Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus ihrer Reichweite sein, wenn ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Naja, selbst mit dem LG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Das klingt aber sehr ungemütlich. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batarianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Wie wurden Sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt, Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batarianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug und die Batarianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Na super. Dann erzählen wir noch ein bisschen was über das Projekt. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon.
Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batterianer mich verhaftet haben. 300.000 Seelen, auch wenn es nur Batterianer sind. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Sie sind unschuldig. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Ro genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Ja, das mit dem Tod ist immer so relativ, wenn er noch Energie enthält. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ja, aber nur, was im Kampfgeschehen passiert ist, das mit der Indoktrination, hat mir kein Schwanz geglaubt. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie Ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber meine Visionen kamen von den Proteanern und deine von den Reapern. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Je, Helix Blechle. Da bin ich aber gespannt auf die Reaper-Tech, die da rumliegen soll. Und was es da mit diesen Visionen von der guten Frau Dr. Kenson auf sich hat. Schwierige Situation auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es von den Reapern kommt, dann kann es eigentlich nichts Gutes bedeuten. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Und warum hältst du das für richtig? Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Dann läuft uns aber langsam die Zeit davon. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Dann werden wir uns wohl dieses Artefakt mal anschauen. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und es hat euch heute gefallen. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal... Da ist noch was. Moment. Frachtunterlagen. Die nehmen wir natürlich mit. Raffiniertes Palladium nehmen wir natürlich auch mit. Weil wer weiß, ob wir hier nochmal herkommen.
Ob das so ist oder nicht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Ich bin raus. Bis dahin und tschüss.